Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harvest Moon, deine Tierparade. Ich war dabei, meinen Tag so ein bisschen mit Geschenken und so machen zu verbringen und wurde dann bei Oscar fündig mit einer neuen Szene. Tita, wie läuft die Arbeit? Ich habe mir ein neues Hobby neben dem Fischen gesucht. Rate mal. Recycling, jawoll! Schon mal davon gehört? Du nimmst etwas, das du nicht mehr brauchst, und machst etwas Neues daraus. Wenn du also etwas hast, das du nicht mehr brauchst, bring es mir. Ich tausche ihn gegen etwas. Ernsthaft? Coole Idee, oder? Ich brauche... lass mich überlegen. Leere Blechdose, Gummistiefel, Badehose, Seegras und leere Flaschen. Das wäre es soweit. Kannst du so viel sammeln? Wenn du das alles mitbringst, tausche ich es gegen etwas richtig Tolles. Also, wir brauchen 30 leere Blechdosen. 40 Gummistiefel, 50 Badehosen, 60 leere Flaschen und 99 Seegras. Ach du Schande. Ich weiß nur, dass man da, glaube ich, einen Diamanten kriegen kann. Jo. Ach, für mich toll. Das mag ich sehr. Vielen Dank. So, jetzt gucke ich mal. Grüntee? Oder hast du schon? Guten Morgen. Wow, für mich? Das mag ich total gerne. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Es sieht so aus, als ob du alles gleich in die Hand nimmst. Alle sagen, du hast unendliche Energie. Ich bin neidisch. Du siehst gut aus. Okay, also noch kein Wunsch. Ja, haben wir bei Oscars also so weit gebracht, dass wir jetzt Müll sammeln gehen dürfen. Sprich, wir sammeln und geben es ihm ab. Also ist egal, wie viel wir haben davon. Wenn wir es ihm dann bringen, zählt das dann und wird abgezogen. So. Ah, wen haben wir denn da? Wo haben wir es? Hier für dich, Heiko. Boah, du hast viel Dank. So. Natürlich schobeln wir auch wieder ab. Ich habe ja letztens meine Wii-Verbindung wieder eingestellt, dass ich wieder registriert ist. Und hier haben wir Selina. Für Selina haben wir Lilien im Gepäck. Das werden wir gleich ihr schenken. So, wo habe ich sie denn? Wo sind meine Lilien? Meine Lilien! Bitteschön. Oh, wie schön, das mag ich. Vielen Dank. Schön, schön. Dich haben wir schon, ne? Ja. Okidoki. Jetzt kommt als nächstes unser Feld dran. Ja. Wir haben, wie ihr wisst, eine silberne Gießkanne und können jetzt besser gießen. Ah, schön, rosa Muscheln, die kann man gut verschenken. Und auch Miesmuscheln und so sammle ich gerne, Austern. Alles prima Sachen sind verschenken. Alle, die so am Wasser gebaut sind oder am Wasser leben oder zu tun haben, so wie Heiko, der Barbesitzer, dann der Fischladenhändler und natürlich hier auch der Angler beziehungsweise der Kapitän mag auch Austern und Miesmuscheln, stehen die total drauf. Paolo, hier der Sohn vom Fischer, der mag auch total gerne Brombeeren. Die Hexe mag Brombeeren und Brombeermarmelade ist noch besser.
Oh, stimmt ja. Ich habe ja noch gar nicht fertig geerntet. Mal gucken, was ich noch ins Gepäck kriege. Habe ich jetzt alles soweit? Hier so noch Mais. Kirschen muss ich noch einsammeln. So, den Kirschbaum hier. Rüttel dich, schüttel dich, wirf deine Kirschen über mich. Ach ja. Bevor, wo habe ich denn die Gießkanne? Da ist sie, unsere super glänzende silberne Gießkanne. So, ich bin ja mal gespannt. Ihr sicher auch. Ja, das sieht gut aus. Eins, zwei, drei. Damit kann man auch viel schneller gießen. Und noch viel schnellerer kann man dann noch eine Stufe weiter gießen. Und richtig episch wird es dann, wenn man eine göttliche Gießkanne hat. Mit seltenem Metall gemacht. Aber so weit sind wir noch nicht. Da müssen wir noch einiges machen. Vor allen Dingen, wir haben ja unser Haus ausgebaut. Ja, wir haben jetzt ein Haus Stufe 2. Zeige ich euch gleich. Beziehungsweise habe ich selbst noch nicht gesehen. Zumindest nicht in dem Let's Play. So. Ups, habe ich vergessen. So, macht ja nichts. Eins, zwei, drei. Doing, doing, doing. Eins, zwei, drei. So. Eins, zwei, drei. Klappt doch wunderbar. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben ja nicht sehr viel bei uns auf dem Feld jetzt mehr stehen, weil es ist mal wieder so ein Tag, wo ich kein Saatgut kaufen kann und ich habe natürlich auch nicht so wirklich vorgesorgt, weil unser Platzmangel im Dingens ja im Schrank besteht. So, aber wir werden hier trotzdem fertig gießen. Geht ja jetzt viel schneller. Deswegen werdet ihr mir das bestimmt nicht übel nehmen, dass ich euch da zugucken lasse. So. Prima. Jetzt noch die Tiere rausläuft. Wobei, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht versorgt, war? Oder? Habe ich die schon versorgt? Warte mal, ich läute mal die nochmal rein. Ich glaube, ich habe die nicht versorgt. Aber werde ich ja gleich sehen. So. Wie sieht's aus? Alle glücklich. Okay, dann habe ich sie scheinbar doch versorgt. Ja, ich bin ja auch ein Idiot. Ich mache das ja eigentlich immer zuerst. Bevor ich alles andere in Angriff nehme, kümmert man sich ja meist um die Tiere, ne? Nochmal hier gucken. Ja, die sind alle happy. Na gut, lasse ich jetzt einfach mal vielleicht drinnen mal sehen. Weil wir wollen uns ja das ausgebaute Haus Stufe 2 angucken. Ja, um Kinder zu kriegen, braucht man dann natürlich Stufe 3 oder 4. Weiß ich jetzt nicht, wie viele Stufen das nochmal waren. Ja, wie ihr sehen könnt, es sieht nicht mehr ganz so ranzig aus. Hat auch einen schicken Anstrich. Ist allerdings inklusive, also musste ich nicht extra bezahlen.
Aber bei 24.000 Gold möchte man noch annehmen. Ach, klasse. Wir haben ja auch gleich noch zwei Stellen mehr für Kochecke. Oh, die Tapete ist neu. Und wir haben ein Doppelbett. Ja, warum haben wir jetzt wohl ein Doppelbett? Weil, ja, weil wir ja auch einen Ehepartner jetzt einziehen lassen können. So, welche Sachen stelle ich denn auf? Auf jeden Fall den Reifungstopf. Ach nee, bloß für einen Platz. Okay. Ich dachte zwei, aber ist ja nicht so schlimm. Eine Stelle mehr ist immer noch besser. So. Hier kann ich dann so Drinks machen, wie Traubendrink oder Kokosnussdrink oder so. Der Mixer ist für Säfte und Parfüms und so. Ofen, klar, Kuchen und so ein Zeug. Gratins und der Topf natürlich für unseren Tee. Den brauchen wir ja täglich. Wobei mit Parfüms, ich finde das nicht so doll. Denn eher Säfte ist okay. So, wir haben 12:20 Uhr, also gar nicht mal so spät. Dann können wir die Viecher doch noch rausläuten. So. Und ich werde gleich zur Mühle gehen. So, die Tomate behalte ich. Okay. Das lasse ich mal alles so. Reittier unterm Arsch. Dann geht das doch viel schneller vonstatten. Und es sieht auch noch ganz schick aus, wenn ich hier auf einer Kuh durch die Gegend reite. Ist noch was geboten hier für euer Geld. Hahaha. So, ich habe ja noch meinen Mais dabei. Den will ich ja noch zu Mehl verarbeiten, damit ich auch später Kuchen und Kuchenteig und hast du nicht gesehen, Kekse backen kann und so. Dafür brauchen wir ja Mehl. Ach, ist das schön. So, Angel, hier kannst du einmal grasen. Ich gehe in die Mühle. Nicht Spüle, sondern Mühle. In die Wassermühle. So. Ah, wo haben wir denn den Mais? Warte, da war schon. Normaler Mais. Mach mal normales Mehl. Ach, ich wünschte, hier könnte man wenigstens eine Stückzahl angeben, dass man nicht jedes Mal einzeln anklicken muss. Aber wenn es so weitergeht, dann haben wir im Herbst unsere letzte Glocke geläutet. Und ja, dann können wir ans Kinderkriegen gehen und so weiter. Wir können in diesem Spiel zwei Kinder bekommen. Ich persönlich werde wahrscheinlich als erstes einen Jungen und dann ein Mädchen. Ach so, okay. Wollen wir den nächsten Maiskolben? Drei famose Mais. Wird zu famoses Maismehl. Ah, da fällt mir ein, wenn wir schon mal bei Rezepte und sowas sind,
möchte ich euch gerne etwas empfehlen. Und zwar jetzt zur Winterszeit habe ich festgestellt, sind Möhren sehr gut im Angebot, billig zu kriegen. Und ich raspel so Möhren klein, so 3, 4 Stück, und reibe mir dann da einen Apfel rein. Und das ist super lecker. Also da braucht ihr keine Zusätze oder so. Das schmeckt total lecker. Also ich bin ja früher ein totaler Anti-Gemüseesser gewesen. Aber ich muss mich ja jetzt gesünder ernähren durch meinen Diabetes, der festgestellt wurde, und dass ich halt abnehmen soll und so. Soll ich halt gesünder leben, gesünder essen, vor allen Dingen, wenn möglich, ohne Zucker. Ja, und da in Sachen, die man kauft, immer Zucker drin ist. Also ihr könnt echt mal auf jede Packung gucken. Ihr werdet finden, davon Zucker, Zucker, bla bla bla. Ja, toll. Da weiß man schon gar nicht mehr, was man fressen soll. So, wo haben wir mein gebratenes Gemüse? Das habe ich nämlich für ihn hier immer dabei. Bitte schön, Clemens. Ja, ich weiß, dass du drauf stehst. So, mein Bester, jetzt rubbeln wir dich natürlich auch noch ab. Ich bin zum Beispiel auch total für. Ach du Schande, für den. Habe ich was für den? Oh Mann. Ah, ich gebe dir mal hier so einen Saft. Juhu, Yippie, danke, wie großartig. Schön. Ist zwar nicht liebend oder so, aber er mag's. So, ein weiterer Tipp für Mittag, beziehungsweise für Mahlzeiten. Es gibt ja so Tiefkühl, Kräuter. Und da kann ich euch nur empfehlen, kauft euch so Tiefkühlkräuter, dann kauft ihr euch Quark und dann meinetwegen noch so einen Kräuterquark-Mix. Macht das alles zusammen in eine Schüssel, verrührt das und macht dann schön diese Tiefkühlkräuter noch dazu, damit das ein bisschen frischer alles wird. Das kann man gut zu Kartoffeln, Pellkartoffeln essen oder auch als hier, wenn ihr euch einen Salat macht oder so, kein teures, fettiges Dressing oder was rein, dann macht ihr euch da so ein paar Löffel von dem selbstgerührten Kräuterquark rein und vermengt das Ganze. Das schmeckt auch sehr lecker. Und ich persönlich mag zum Beispiel, ich mache mir immer so Eisbergsalat abends zum Abendbrot. Mache ich so einen halben oder Viertel, je nachdem, wie groß er ist. Eisbergsalat schnibbel ich mir klein. Dann habe ich mir immer so Hähnchenkeulen im Ofen gebraten. Also gemacht. So einfach bloß mit bisschen mit Gewürzen würzen und dann ab in den Ofen, bis es gar ist. Dann schnibbel ich mir das klein. So ganz fitzelig. Ne? Und anschließend kommt das alles zusammen in einen Topf, also in einen Salatschüssel. Im Anschluss, wie gesagt, kommt dann, man kann auch noch Paprika oder Tomate sich reinmachen, wie man will. Ist halt Geschmackssache. Oh, dich kenne ich, dich mag ich. Mann, Fliege, hau ab! Ich setze dich hier dauernd auf mein Handgelenk, das hasse ich. So, wo habe ich denn, ich glaube, Kräutertee war ihr Ding. Da, Kräutertee, bitteschön, Hanna. So, wo ich? Ah ja. Also wie gesagt, ein Viertel oder einen halben Salat geht auch mit Chinakohl oder hier diese andere. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich glaube, Spitzkohl hieß der. Kann man sich das auch machen. Dann macht man sich da. Man kann sich auch Möhren klein machen da rein. Und dann, wie gesagt, so eine Hähnchenkeule da rein. Also klein geschnibbelt und dann rein. Mit Haut und so. Oh, lecker, sag ich euch.
rührt das Ganze richtig schön durch. Ich sag euch, ihr glaubt gar nicht, wie süß Fleisch in so ein Salatding schmecken kann. Also ich ernähre mich ja jetzt bloß noch hauptsächlich von Geflügel, weil es halt das fettarmste Fleisch überhaupt ist. Wobei ich sagen muss, vielleicht weiß einer von euch da draußen, warum ist Hähnchenfleisch weiß und alles andere Geflügelfleisch eher so dunkel bis braun so? Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Willst du für ein Rennen üben? Nee, danke. Ich rubbel dich einmal ab. So, wo ist denn... Ach ja, Lina habe ich ja in der Stadt getroffen. Dir was geschenkt. So. Oh mein Gott, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. So schnell vergeht die Zeit. Also wir sehen uns dann am nächsten Part wieder. Tschüssi, bis dahin, eure Tita Kenshi.